Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina des Stempelkeks. Heute habe ich eine Hemdverpackung für euch, die ich aus einer Geschenktüte gemacht habe, aus unseren Leckereientüten. Ich hatte die Idee irgendwo im Netz gesehen. Ihr kennt das bestimmt, was gesehen. Die Idee fand ich gut, hab's aber nie wieder gefunden und hab's dann halt nach meinen eigenen Ideen versucht nachzugestalten. Und so sind diese Hemden entstanden. Meine erste Variante sah noch ein bisschen anders aus, die war so. Die habe ich dann an meine Kunden verteilt und die waren so begeistert, dass ich sagte, okay, ne, wie hast du das gemacht? Ich sage, ich drehe da noch ein Video zu, dann kann ich euch das zeigen. Und die habe ich jetzt ein bisschen anders ausgearbeitet. Da habe ich jetzt eine Hemdtasche drauf und die Knöpfe sind etwas größer, weil auf den Bögen für die runden Akzente Inkala 20, 23 bis 25 sind halt verschiedene Größen drauf und die kleinen waren so gut wie aufgebraucht. Also, wie ich diese Hemdverpackung jetzt gemacht habe, das zeige ich euch. Also, ihr braucht natürlich die Leckereientüte. Die Leckereientüten in Color, da habe ich die raus. Da gibt es halt 5 verschiedene Farben. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe hier auf der Vorderseite mit dem entsprechenden Stift, hier aus den Stamping Right Markern, 20, 23 bis 25, eine Mittellinie gezogen. Weil wenn man so ein Hemd anhat, dann ist ja immer, wo der Überschlag ist, ein Überstand. Und damit man den halt ein bisschen erkennen kann, habe ich mir erlaubt, hier in dem Bereich einfach eine Linie zu ziehen. Wer mich mit den Videos schon mal verfolgt, der weiß, dass ich mit diesem karierten Papier als Unterlage sehr gerne arbeite. Und so lege ich hier die Tüte so hin, dass auf beiden Seiten die 6 cm sind. Dann habe ich hier die ungefähre Mitte und diese Knopfleiste, die da überschlagen wird, die ist ja immer ein bisschen dann zur Seite gesetzt. Da es ein Herrenhemd ist, wird das also jetzt hier auch auf die rechte Seite gesetzt, wenn man es anhätte. So, das ist jetzt der kieselgraue Stift und da habe ich meine Mitte gezogen. Wenn ich das jetzt fertig habe, packe ich jetzt meine Süßigkeit hier rein. Da ich keine Schleifwirkung machen will, mache ich das mal eben an der Seite. So, habe das jetzt von oben reingeschoben. Und ihr seht, jetzt habe ich hier unten etwas dicker, aber das stört nicht. Und hier oben dann dran. Was ihr noch dazu braucht, sind die Bänder, die ich jetzt hier als Krawatte binde. Da habe ich von der Rolle mit kieselgrau jetzt 30 cm ungefähr. Schneide ich mir jetzt ab. Und damit mir dieses Band nicht aufribbelt, einmal mit dem Feuerzeug dann längs flemmen. Dann schmilzt der Kunststoff, das ist eine Kunstfaser hier, und dann kann mir das nicht wieder aufribbeln. So. Den Streifenband lege ich jetzt so rein, dass die rechte Seite bedeutend länger ist als die linke. Hier oben an die Kante, wo die Tüte, die Rückseite ja ein bisschen verschlossener oder noch weiter nach oben geht. So, da lege ich das jetzt an und falte darüber meine Zusteckkante, also von der Tüte diese Rückwand, die ein bisschen übersteht. Und das mache ich jetzt, knicke ich mit dem Band noch einmal, zweimal. Ich glaube, ich habe sogar dreimal gemacht. Mal gucken. Ne, zweimal. Zweimal reicht. So, das erste Mal war schon oben. So, das muss aber ein bisschen länger, darf es ja ruhig sein. Dann nehme ich meine Schere und schneide hier von der Seite unterhalb dieser Kante, das ist hier die Linie, die nehme ich mir jetzt zum Anlass, die erste Quadrat, das zweite und das dritte Quadrat komplett rein. Die sind nicht ganz gleichmäßig, also die sind nicht richtig quadratisch, aber es ist egal, es geht ja nur um den Bereich, dass ich also hier die Kante, bis hier der große Strich kommt, 1, 2, 3 große Felder, schneide ich das auf beiden Seiten ein. Jetzt gehe ich hin und falte das hier zur Mitte rüber und auf der anderen Seite genauso, so weit, wie ich das hier, dass das hier oben praktisch den Hemdkragen ergibt. So, jetzt kommt das Krawattenbinden. Also, ich nehme das lange Stück, schlage das um das kurze Stück drumherum. Ja, natürlich so, dass es keinen Knick kriegt. Um das große Stück herum. Einmal oben durch die Mitte. Ja, also ich habe es jetzt, ich zeige es nochmal, das kurze Stück festgehalten, das lange von oben drüber. Zur Seite, wieder zur anderen Seite ran. Und rüber und oben durch. Von hinten dann. Und das, was ich von innen durchgezogen habe,
Das kommt jetzt hier oben durch. Ob das der richtige Krawattenknoten ist, das kann ich euch gar nicht mal sagen. Aber, na, da habe ich das Verhältnis nicht richtig. Nochmal ein bisschen nachziehen. So, von oben drüber. Um die Seite rum. Nach oben rum. Unten durch, aber genau, das war das. Entschuldigung, ich hatte da einen Fehler drin. Also, rechts nach oben drüber, auf die andere Seite und nach oben wieder durch. Aber so, dass es an der linken, an der rechten Seite auch wieder rauskommt. Das habe ich also hier diesen ersten Knick. Dann gehe ich damit über das komplette Teil drüber. Jetzt kommt unten durch. Und jetzt habe ich hier oben, das ist der einfache Krawattenknoten. Hahaha, ha, ha. Einfach in allen Ehren. So, und dann muss das jetzt hier drunter durchgeschoben werden. Na, wo ist die Ecke? Wenn nicht, da ist sie. So, jetzt wird das stramm gezogen. Muss man jetzt ein bisschen frickeln, bis das dann so ein bisschen da oben sitzt, wo es hin soll. Irgendwie stelle ich mich jetzt gerade ein bisschen besonders blöd an. Das hat die letzten Male immer bedeutend besser geklappt. Das gefällt mir auch nicht. Also mache ich es wieder auf. Nein, ich drehe das Video jetzt nicht neu. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich mache das jetzt einfach weiter. Ich mache das Stück jetzt hier doch noch ein bisschen länger. Ziehe das rüber. Also nochmal. Den langen Streifen von vorne drüber auf die linke Seite, unten rum praktisch. Jetzt halte ich das hier schon ein bisschen enger, damit das erst gar nicht so breit auseinanderfallen kann. Die linke Seite gut festhalten. Und jetzt, den man von praktisch von rechts drüber unten durchgezogen hat, der wird jetzt von oben wieder reingesteckt. Und zwar wieder auf dieselbe Seite raus, von der wir es von oben drum gewickelt haben. Das Stück jetzt um den unteren Teil. Ja, wieder einmal vorne rum, dadurch und jetzt durch die Mitte. Nehme ich jetzt einfach meine Schere zur Hilfe und schiebe das da unten durch. Ja, das war jetzt die Idee mit der Schere da einmal durch. So, und dann ziehe ich meinen Krawattenknoten stramm. Ja, jetzt sieht er gut aus. Das habe ich jetzt ein bisschen ausgefranselt. Das heißt, ich mache das jetzt nochmal hier neu, schneide das ab und flemme das nochmal einmal kurz an, damit das verschmuggelt. So. Ja, so gefällt mir das. Jetzt, upsala, Entschuldigung. Jetzt habe ich das drauf. Jetzt kommen unsere Knöpfe, nicht die Knotenknöpfe. Dann nehme ich jetzt hier unser Picktool und nehme jetzt davon die mittlere Größe. Und hier habe ich ja meinen Bruch gemalt, dass hier diese Leiste von der Knopfleiste, die übergeschlagene, angedeutet ist, und da setze ich jetzt direkt daneben in einem dieser Karrees auf der Linie meine Knöpfe an. Und da kommt der nächste. Ich lasse immer eins frei. Sind ja sonst ein bisschen sehr viele Knöpfe. Da kommt einer drauf. Und da oben noch einer drunter. Ganz oben. Das spare ich mir jetzt. Wenn das runterklappt, ist ja doch alles da. So, und dann möchte ich da noch eine Hemdtasche drauf haben. Für die Hemdtasche nehme ich mir ein Stück Farbkarton, in diesem Falle Kieselgrau, und helfe mir mit den Stanzformen Anhänger nach Maß. Da habe ich nämlich jetzt einfach diese untere Kante genommen. Die setze ich jetzt hier an, nehme mir einen Bleistift und male da einmal drumherum. Ausgestanzt habe ich leider dann diese Löcher, die wollte ich nicht. Also habe ich das hier einfach so aufgemalt und habe mir jetzt bei 3 cm von der Ecke, nee, 2 cm von der Ecke hier an eine Markierung gemacht. Mache ich auf der Seite auch. Ja, ich kann das verbinden, ich kann es aber auch direkt mit der Schere abschneiden. Ich traue mich das so zu schneiden. Das heißt, ich setze das hier an, schneide das bis auf die andere Seite rüber. Und schneide ich hier einmal an meiner Bleistiftlinie entlang
Da genauso. Da unten. Da. Und da. Ich kann nochmal kontrollieren, ob das jetzt schief geworden ist. Nee, ist in Ordnung. So, und dann habe ich, um dem auch noch ein bisschen Struktur zu geben, wieder den Stift genommen, den ich ja auch schon verwendet habe, um hier diese Leiste zu malen. Und nehme die Spitze und mache jetzt nur an den Seiten, wo praktisch diese Tasche auf dem Hemd angenäht ist, so eine kleine gestrichelte Linie, die andeuten soll, dass da die Hemdtasche angenäht ist. Nicht oben drüber quer. Da ist ja das Einsteckfach praktisch, wenn man es als Tasche verwenden wollte. Und da ich nicht weiß, ob ich noch einen kleinen Schnipsel da reinstecke, klebe ich das tatsächlich jetzt auch nur über die Kanten an. Dann könnte ich da oben noch was wie ein Tuch reinstecken. Vielleicht stecke ich da noch ein kleines Etikett rein. So, und dann habe ich das von der Höhe her, ja genau, hier ungefähr drüber gesetzt. Habe mich jetzt hier wieder am Muster orientiert, damit das ein bisschen nett ausgerichtet aussieht. Und dann wird das hier angedrückt. Ja, die Linien sind nicht gerade, da darf man sich nicht mit vertun. Und ich ziehe mir jetzt lieber ein bisschen schräg hier oben an. So, schon ist mein Hemd fast fertig, weil ich muss noch die Schulterpartien. Ihr seht das hier, das habe ich angeschrägt. Damit das hier auch passiert, seht ihr ja wieder hier unser Muster. Das Muster geht nach hinten gleichmäßig weiter. Der Bruch ist erst hier. Ich drehe also meine Tüte auf den Rücken. Und hier oben bis zu der Ecke, da, oder hier vorne, ne, bis zu der und der Ecke, knicke ich das jetzt um. Und zwar, dass das bis hier oben an den Ansatz rankommt. Ich nehme also hier das zur Hand. Und da ist mein Knick und drücke das jetzt hier fest. Ja, dann habe ich hier da den angekommenen Knick. Das mache ich hier genauso. Ich kann da hier sehen, wie weit das Muster vorschaut, damit die Ecke ungefähr gleich ist. So, und schon habe ich das weitere Hemd fertig. Ich hoffe, meine Idee gefällt euch. Das mit dem Krawattenknoten binden, ja, das muss ich noch mal ein bisschen üben. Aber zur Not schaut im Internet nach. Da habe ich es auch gemacht, um mir den Krawattenknoten anzugucken. Habe mich dann ein bisschen verhüdelt. Aber der letzte Versuch hat ja geklappt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Wie gesagt, die Grundidee ist nicht von mir. Ich habe es gesehen, aber ich fand sie so toll. Das war auch nicht mit unseren Stamping-Up-Tüten. Das war mit einer normalen, so einer kraftfarbenen Tüte. Sollte jemand das Video finden, kann er mir gerne Bescheid sagen. Dann verlinke ich das nochmal mit dabei. Aber so habe ich das halt jetzt für mich ausgetüdelt. Auch die Maße und meine Deko da drauf. Ja, wie gesagt, ein Goodie für euch von mir. Und morgen, das ist dann allerdings schon gestern gewesen, wenn das Video online geht, kriegen es meine Mädels beim Stempeltreff 10 von meinem Team. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Nacharbeiten. Wie immer verlinke ich euch unten drunter in der Infobox, was ich hier alles verwendet habe, mit den Verlinkungen auch zu meinem Online-Shop, damit ihr auch die passenden Materialien dazu habt. Wünsche euch ganz viel Vergnügen, bis bald, euer Stempelkeks Christina. Tschüss!